Liebe Zuschauer, trübe Aussichten, keine Ideen. Interner Streit. Die Grünen präsentieren sich mitten im Wahlkampf wie sonst der HSV am 33. Spieltag. Und wenn es ganz schlecht läuft, könnten die Grünen sogar an der 5%-Hürde scheitern. Ich vermute, deswegen haben sie auch ihren Parteitag in Berlin abgehalten. Ganz bewusst, komm noch einmal diese Hauptstadtluft schnuppern. Lass uns dann rocken. Ich meine, die Grünen heute haben ja mit früheren grünen Parteitagen rein gar nichts mehr zu tun. Ich denke immer noch an diese Parteitage aus den 80ern. Da saßen wirklich zottelige Ökos. Die haben sich Pullover gestrickt aus diesen Barthaaren. Ja? Heute komplett anders. Das ist lange her. Aber das war die Gründungsphase der Grünen. Und wenn man das mit heute vergleicht, es ist einem unangenehm, das mit anzusehen, finde ich. Das ist so, als würdest du nach 20 Jahren den einzigen Punk aus der Stufe wieder treffen, beim Fahrradhelm anprobieren. Heute, das ist heute undenkbar, heute alles total modern. Bei den Grünen steht jetzt auch der Redner in der Mitte, zwischen den Parteien. Immer hinten noch andere, die applaudieren. Dynamische Demokratie macht man so immer und heute dahinter stellen. Wahrscheinlich alle auf Koks, damit sie nicht wegkratzen bei der Rede. Und dazu dann der Slogan: Zukunft wird aus Mut gemacht. Erinnert vielleicht sogar ganz bewusst an eine Liedzeile von Nena. Liebe wird aus Mut gemacht, heißt es bei Nena, aber Zukunft anscheinend auch, wird alles aus Mut gemacht. Parteien lassen sich jetzt von Schlagertexten inspirieren. Prima. Ich sehe schon vor mir das Motto des nächsten CDU-Parteitags: Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Oder bei der CSU heißt es dann wahrscheinlich: Du hast mich tausendmal belogen. Und natürlich der Parteitag der AfD mit dem Motto: Schwarz-Braun ist die Haselnuss. Bei den Grünen merkt man, ne, sie haben Angst und Angst macht irgendwie kämpferisch. Das merkt man vor allem Katrin Göring-Eckardt an. Weil Trump den Klimavertrag aufgekündigt hat, geht die Göring-Eckardt jetzt aber sowas von steil. Und er ist gegen die Erde in den Ring gestiegen. Und ich sage euch, wir nehmen diesen Kampf an. Oh. Da hat der Trump sich aber eingenässt in Washington. Fuck! Ich soll kämpfen gegen Göring-Eckardt. 2 gegen 1, das ist nicht fair. Die Göring-Eckardt, die droht ja, die droht ganz offen. Wer Politik gegen die Umwelt macht und gegen das Klima, der legt sich mit uns und mit einer riesigen Umweltbewegung an. Und mit den Bienen. Ey. Wissen Sie, was ich gerade verstanden habe? Mit den Bienen. Und mit den Kiebitzen. Wollt ihr mich verarschen mit den Kiebitzen? Und mit den Zitronenfaltern auch. Au Backe. Da will ich nicht Donald Trump sein. Aber ich meine, es klingt wenigstens mal wieder richtig grün. Denn nichts hat die Grünen mehr geschmerzt als das, was sich ihre Parteifreundin Bayram aus Berlin-Kreuzberg von einer Wählerin anhören musste. Wenn sie sich unsere Spitzenkandidaten im Moment anschaut, dann erinnert sie das weniger an Grüne als an Ortsvereinsvorsitzende der CDU. Und wenn man sich den Kuschelkurs des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann mit der Autoindustrie anguckt, dann erinnert das eher an die FDP. Und Tübingens grüner Bürgermeister Boris Palmer würde mit manchen Sprüchen auch in die AfD passen.